my wee Schwester. Wie well it heb ich ein Kart, dit wird no denke. Und dat wird dat heut glaube. Dat wird Gottes dat sagt, dann sei er klar, ohne Glaube ist dat anmählich Gott hier vorne. Wer eine Gott kommen will, der mag je Leube. Weil wir Schwester, wir leben eine ehrenste Tiet in eine dieren Tiet. Und wir leben eine Tiet, wo uns Glaube auf eine Prüfe gestalt wird. Habe ich Glaube? Wo habe ich Glaube bewahren an dem Leben in Gott? Habe ich Glaube in alle Lebensbereiche, wann du am Jett, an Jesus festzuhalten, wirklich mit dem Herrn Jesus zu gehen, ans volle Vertrauen, ans vollen Glaube, ab am zu stahlen und ab am zu checken, und verwacht dich haben, verderrt dich haben, für was am Ein, weißt du was? Ich sehe sehr, sehr früh. Dort wie Glaubensmänner im Alten Testament haben, und Glaubensmänner im Neuen Testament haben, wird für uns sehr, sehr klar das Vorbild. Je was sind, was von dir. Wie denkt ihr dann an Abraham? Am Wald gesagt, er soll seinen Sohn Isaac abfragen. Er diskutiert gut mit Gott. Er sieht gut Schnee. Mit meinen Sohn Isaac soll eine große Generation entstehen. Er hat nichts von so etwas dort zu Gott gesagt, sondern was er deut, er deut seine Knechte sei, sie soll alles reut merken, willst du, dass wir bei 3 Jahren zu gehen. Und er wie Gehorsam. Du darfst, dass er diesem Gehorsam schreibt, mir, und seinen Glauben auf Gott sagte dort. Und er dachte sich, und wann ich meinen Sohn Isaac noch abfragen möchte, dann kann Gott ihm immer noch vom Tod abwarten. Dort ist Glauben. Gehorsam sein. Und dort tun, was Gott von uns haben will, ob auch wirklich auf Gott vertrauen in der schwierigsten Situation im Leben. In unseren Glauben an Gott nicht verlieren, sondern fester und fester an Antworten. Und dann habe ich doch Hiob. Was wir mit Hiob? Was von schweren Lieden ging Hiob durch? Und er hält sich an Gott. Sogar seine Frau sagte ihm, sei Gott auf den Sturm. Seine 3 Fremdworte abzäumen und am falschen Rot geben, die den Wirklichkeit falsch beschuldigt haben. Aber er hält fast an Gott. Weißt du was, mein lieber Freund? Seine Männer, und auch früher, brücke die Welt von dir. Brücke die Gemeinde Jesu Christi von dir. Brücke die Gemeinde von dir, die Gemeinde Jesu. Liebe Schwestern, dann habe ich durch Noah. Dann sage ich Gott am Go in den großen Schöpfe. Gott sei am Krieg begrüßt sein soll. Willst der Mensch jetzt ein Beuys wie? Und er will Noah und seine Frau und seine 3 Jungs und die 3 Schwiegerdöchter will heiraten. Und dann noch gewisse Tiere. Und Pferd. Und liebe Schwester, wo wir Butter zu sein auf der Welt? Wo hat er einmal eine Überschwemmung gegeben? Wo hat Noah einmal ein Schöpf gesehen? Aber er horcht auf Gott seine Anweisungen. Und er wie gehorsam. Und er deut dort, was Gott ihm auf dem Hort leidet und was Gott ihm gesagt hat, wann er noch nicht sein kann, dass er gut erscheint. Wann er noch nicht sein kann, wer wird das Schöpf loten? Er deut gehorsam, Tag für Tag ging das Fährweih. Dort schäppe, war das alle vor dich, wie ein Heu in seine Familie da nennen. Und dann, die Tiere auch nennen, Gott selbst schlöte der Tö. Heu hat Glaube und dem Leben in Gott. Was würde der Mensch von dir sagen? Wenn du nicht würde einer sagen, nicht gut in große Schäppe, wenn Gott würde dem sagen, gut in große Schäppe, ich will eine Überschwemmung bringen über die ganze Welt. Wer wird von dir gehorsam sein? Wer wird seinen Glaube haben? Als Noah damals hat, so fast auf Gott vertrauen. Und dann soll wieder ein Hirtenjunge in David ankommen. Und dann hielt er dort, wo die Goliath dem Gott
van Israel luisterden en hij aspireert je in deze Goliath te wonen. Wat moet van de eerste dag passieren? Man schreef als man door zijn jongen, 16, 17 jaar jongen, ontkampt en die worden alle je leven der reed gegruid. Ik neem aan, die worden hem hechtens nog door in een zelle, ergens voor aanstappen. Die moet door bijna hokken en die moet stil zijn. Zo was in je ene bereide in je een arm. Wat kanst du hier nicht, die Sanne, en laat start op een stap nog de paar schoep? Leuwe, je schwester, dit is geloven. Wat David hoort, dat wir geloven. Ik go, im Namen Jesu, im Namen Gottes, wo ich je in Goliath gone. Leuwe, je schwester, ik wil dat wahr sein, wat ik ganz kort sehen. Ram ons, alle wehe, schricht van de oude Goliath. En de fysiek de mensheid angst te merken. Des Goliath, de merkt dem kleinen David nicht angst. Waarom nicht? Wies ze zich op den lebenden Gott verloten deut. David deut zich op Gott verloten. Hij had verheer al verschiedenste Terche merkt. Hij had je in een Bär gekämpft en hij had gewonnen. Zijn Glaube wie je Wasser. Gott hat sich bestätigt, Gott hat sich bezeugt. Und heute in diesem großen Mann wird ganz ausgerastet wird mit seinem vollen Equipe im Glauben und im lebenden Gott. Jens hat jen Goliath und hat gewonnen, wie es Gott auf seine Seite ist. Ist Gott auch auf deine Seite? Hast du auch seinen angewandelten Glauben und im lebenden Gott, der wird Himmel in ihr gemerkt hat? Die wat het gras en die boom en alles wat de buiten zijn rein is, dat heb je gemerkt. Hij heeft deze planeet gemerkt. Hij heeft ons als zijn geschepen hier opgesteld om hier voor hem te dagen. Lieve schwester, ik wil ons als gemeente Jezus Christus meemerken, wel we terugkomen in deze geloven wat onze aartsvater hadden. Wat deze mannen en ook vrouwen, wat ver ons geleefd hebben, wat we lezen kunnen in woord Gottes. Weil we terugkomen in deze leven in geloven. Dat is een leven in geloven. En in leven in God. Lieve je schwester. En dan zei wie door de Jozef. Hij hield zich aan God. Krijg den deunt verschworen weer. Krijg den deunt. Als hij in het uitleerland verkauft werd. Als hij in gefängnis neergeschmeten werd. Aber hij wird treu und hij deut abrechtig Gott deine und hij hält sich an dem Leben in Gott. Und dann haben wir den Daniel, dem wird das aufgesagt, nicht mehr dreimal den Tag Dingen Gott anbeten, sondern dem König. Wenn die betet es, dann ist er nicht dem König beten. Und was hat Daniel? Kriegt sie wieder nicht dem Leben in Gott beten. Und dem anbeten. Sogar beim offenen Fenster, so dass seine Finger sagen, in enge Warten der Glaube und im Leben in Gott, der wird Himmel in ihr gemerkt haben. Das Resultat war, ist einmal, dass er verklärt wird, dass er mal geliebt wird. Und das Endresultat war, dass Gott an dir bewahren, dass du mal geliebt. Gott ist immer auf der Seite von seinen Kindern. Renn immer auf der Seite von seinen Kindern. Hij laat nog maar wat tellen aan zijn leven. Om aan zijn geloven op een proef te stellen. Er ook, dat jeft je neer. Christen wat ver aan zijn meerdere tot je sterven. Maar Daniel blijft bewoord. God bewoord hem. En wat passiert? De levens kunnen hem niet aandelen. Nu wordt hij uitgeholt. Ik kan niet aarden dat aan, dat hij uitgeholt worden zal. En dan zijn we die angst te doen aan. Wat aan... De volle gestalt hadden die scheinbar doen. En David, Daniel die kreeg nog een veel gratere opgave. Door bij de farao. Nog een veel, veel gratere opgave. Kreeg Daniel door. Lieve je schwester, dan zei wie Daniel zijn je drie vrienden. Die zullen zich handschneien voor een grote beeld wat gemerkt werd. Wel wat de mens heeft. Nicht böse gottlose Menschen, nicht böse Herde, sondern die Christen, die Kinder Gottes.
von dir abgefordert, der die Hand schneue. Der Christe, der Mensch über dem ganzen Planet wird Angst gemerkt. Und weil viele Menschen haben sich lauter Angst merken, anneidig, hat wie aus Gemeinde Jesu Christi niemals merkt, ohne sollt mit dieser Angst. Weil Angst es nicht. Von Gott. Niemals nicht. Niemals. Der kämpft vom Feind. Ob so Jesus sagte, dass in der Welt habt ihr Angst über sich getröst, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt das ganz klar, ich habe die Welt überwunden. Und er will haben, dass wir uns an Arm heulen denen. Tag und Nacht. Und liebe Schwester, dann kämpft die Welt ab und sagt, nicht durch jene Knie Bein. Nicht durch das und nicht durch dort und nicht durch Jan. Du, da haben viele Christen den wahren Glauben und dem lebenden Gott für Angst vertuscht. Weil wir Buße deinen. Weil wir Gott am Vergebung fragen. Dort ist wichtig, dass wir das deinen, meine leibige Schwester, um dass Gott uns unsere Sünde verzeiht, dass er die Schuld der Strecke hat. Sein geltet Fabel, diese drei Männer, die fallen nicht auf die Neues. Und dann warten, du hast hier oben den Tschernig. Ich will noch eine Gelegenheit geben. Nein, du brauchst gut. Brauchst uns gut noch eine Gelegenheit geben. Na, da wollen wir ihn dann entschweiten. Nein, wenn du das dann das, wie vertraue du darauf, dass Gott uns bewahren wird und im Herd über. Aber wenn du das nicht, jetzt sollst du immer noch weiter. Dort ist der Leben ja Gott und der Wahrhof ja Gott im Himmel. Ich habe dort von dir auch sagen, als wir krank sind, als wir gesund sind, als wir krank waren, er nicht, dass wir sagen, ich verlor mich eben 100% ab Gott. Liebe Schwester, ich will von dir auch was sagen. Ich habe mehrere Jahre drei eine geräumte Hort operieren in Kanada gekriegt. Und Gott sei Dank, Gott hat Doktors gebraucht für die Operation. Ich sie geheult und ich sie 100% geheult. Und wer hat mich geheult? Gott hat mich geheult. Die leben ja Gott. Der, was Himmel in ihr gemerkt hat, der hat mich geheult. Aber der hat auch Doktors ihre Heim in ihren Verstand hat er gebraucht. Die sollen mich nicht verstehen. Dort echt nicht in einem Hospital vor. Aber Leute, ihr Schwester, ich will von dir noch einmal ganz klar am Hort noch leihen. Hier, von der ersten Tag, mit dem, was über die Welt rannet, mit dieser Impfung, was rannet, das ja wie, mit Messern ganz tönne EU sein, dass hier ganz was ohne dahinter steht. Ich verlor mich ab meinem Gott. Und weißt du was, ich will dir das frisch sagen, ich brauche dort Gift nicht in meinem Körper. Ich verlor mich auf dem lebenden Gott, der wird Himmel in ihr gemerkt hat. Wie viele sind nicht all durch die Impfung, durch dort Gift, was in ihrem Körper nicht gespritzt wird, sind all gestorben. Liebe Schwester, wie kann ich dort so klar sein, wo das Handziel ist? Wir brauchen nochmal bloß Offenbarung Kapitel 13 aufmerken. Dann sage ich, dass du klein und groß. Dann sage ich, dass du der Janzi, was ich wollte, das Wohltäten geben oder nehmen. Die wollte keine Rühmeier haben, da genau. Damit sage ich nicht, dass das das Wohltäten ist. So weit, als Gott mir wiese, der sein wird und der singen Helden Jesus, zielt das, rein oder ganz klar du nur haben. Ganz klar, der hat du Handpunkte. Woran kleine Menschen kennen, was sie gesund sind, diese Impfung geben, Leute? Leute, wie Schwester, ich glaube, wir sollen abwarten. Und wir sollen nicht sagen, dort, was du sagst, das ist ganz arre. Sondern weil wir diese Sache im Gebet nehmen und weil wir Gott fragen, weil wir die Bibel fragen, die Bibel lesen und Gott sein Wort uns reden, Leute. Leute, wie Schwester, wir haben auch Männer im Neuen Testament, was sind so ja klare Fabel für uns hier sind. Durch Paulus, durch Petrus, wie die Kreikten dein Wort passieren. Die Rot sitzt im Gefängnis, bitte, und dann war er im Tempel gehen und lehren. Die Wahrheit predigen. Sei wir angeankert in dem Herrn Jesus Christus. Und er sagt, er glaube, der wir angeankert in dem Herrn Jesus Christus. Wie Mutter Gott, meine Gehorche aus den Menschen. Liebe Schwester, ich möchte uns durch diese Karte besinnen und mitmerken. Unseren Glaube zu prüfen anhand von der Bibel.
ohne Glaube, ist dort unmählich Gott zu gefallen. Wer an Gott kommen will, muss glauben. Und wenn wir nu dort wird Gottes zu sehen lassen, und wie verloren uns ab dort wird Mensch gesagt, dann sagt die Bibel, verflucht ist dein Mann, wird sich ab Menschen verlassen. Aber ihr seht, Halleluja, ist dein Mann, dein Früh, dein Jüngling, wird wir gesagt haben, der wird sich ab dem Herrn verloren. Wird. Wir leben in einer Zeit, wo uns Glaube auf eine Prüfung gestellt wird. Wir brauchen Buße. Wie brücken das, dass wir bekämen können, dass wir in der Welt gehorcht haben und uns in Wirklichkeit auf manche steht von der Bibel, von der Wahrheit, was ich gedreht habe. Und wie froh Gott verzeihte uns dort. Wir wollen gerat worden. Wir wollen noch mal bei dir im Himmel sein. Wir haben versagt. Wir haben gesündigt. Wie habe den Glaube, ob manche steht für was andere vertuscht, den Glaube an dem lebenden Gott, der wird Himmel in ihr gemerkt haben, der wird uns Menschen gemerkt haben. Verzeih uns unsere Schuld, verzeih uns unseren kleinen Glaube, reinig du uns vor dem Himmel. Wie wollen Tränen der Bibel kommen, nicht die Wahrheit, nicht das Leben, je wird Gottes mein Wort. Mein Wort ist ein ganz klares Licht. Für mich den Stich zu bedachen, wo das verleihen geht. Wer ich in dieser düstere Welt zu leben habe, Gott sein Wort wies uns, wo das verleihen geht. Und weil wir dem Stich verleihen gehen, aber wir waren tüss bei arm sind, dort merkt bei Gott, schein unerscheid, aus wie eine Juch gelehrt sind, oder aus wie verhebnis gelehrt sind, dort kommt drauf an, aus wie wirklich ein Wahrhofchen lebenden Glaube an dem lebenden Gott habe, der was Himmel in ihr gemerkt hat. Weil wir Tränen Gott kommen, weil wir Buße denn und weil wir sagen, hier sehe ich, ich habe am Mond gesteht versagt. Und ich erkenne das, ich bekenne das, ich bete um Vergebung und ich will meinen Glaube auf diese Art, meine Hoffnung auf diese Art, die beste Einzige, was meinen Tag bekenne das. Die beste Einzige, was mir raten können, was mir raten kann, ich höre mich an dich. Du bist meine Burg, du bist mein Fels und du bist mein Errader. 100% verlor ich mich auf dich. Ich will nicht mehr, ja, meine neue Behe für die Welt, für den Antichrist, sondern ich will meine neue Behe für meinen Gott und für den Himmel, für meinen Herrn Jesus Christus. Und ich will im Heiligen Geist ganz frei in meinem Wort wohnen lassen, aber ich will tüss bei arm, bei Gott im Himmel sein. Möge Gott die sehen, mein lieber Freund, mein lieber Herr. Amen.